Guten Tag allerseits. Wir sehen hier das Programm, das ich für heute vorschlagen würde. Wir schauen uns zunächst den allgemeinen Sicherheitsbegriff an nach ISO IEC Guide 51 und dann das Thema elektrische Sicherheit. Das ist eigentlich nicht ganz zutreffend. Im Grunde genommen geht es darum, wie elektrotechnische Normen das Thema Sicherheit sehen, wie das dort dargestellt ist. Und als drittes haben wir dann funktionale Sicherheit aus Sicht der IEC 61508. Das heißt, wir vergleichen hier etwas, die klassische elektrotechnische Sicht und die Sicht der funktionalen Sicherheit. Das machen wir einmal, weil wir ja als DKE der Elektrotechnik besonders verpflichtet sind. Und andererseits haben wir auch allerlei Fragen genau zu diesem Thema bekommen. Vierter Punkt ist dann die Anwendung funktionaler Sicherheit auf elektrischer Sicherheit. Das heißt, da machen wir ein kleines Gedankenexperiment und versuchen, diese beiden Dinge mal zusammenzuführen. Und wenn wir dann immer noch etwas Zeit haben, gehen wir nochmal ein auf das Thema IT-Sicherheit, das uns ja heutzutage auch überall begegnet. So, nehmen wir das nächste. Das wäre die das Kapitel Allgemeiner Sicherheitsbegriff nach ISO IEC Guide 51. Der Kern der Geschichte ist eigentlich dieses Flussdiagramm zur Risikoreduzierung. Viele von Ihnen werden das bereits kennen. Wenn jemand ein Produkt konstruiert oder wenn ein Normungskomitee eine Produktnorm machen will, in der das Thema Sicherheit angesprochen wird, dann bietet sich dieses Flussdiagramm an, wobei das ist das aus der vorigen Ausgabe, aus der neuen Ausgabe vom ISO IEC Guide 51 ist mir ein bisschen zu kompliziert. Deswegen habe ich das alte genommen. Also man soll den bestimmungsgemäßen Gebrauch festlegen, vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung, Gefährdung feststellen, die mit dem Produkt oder System verbunden sind, das Risiko schätzen, was aus diesen Gefährdungen hervorgeht, feststellen, ob das Risiko reduziert werden muss oder nicht. Wenn das Risiko reduziert werden muss, haben wir dann die Option sichere Konstruktion, Schutzeinrichtungen, Informationen zur Sicherheit. Wenn man sich jetzt eine Norm zur Hand nimmt, die sich bei uns in der IEC mit dem Thema Sicherheit beschäftigt, stellt man fest, das ist da eigentlich gar nicht so genau abgearbeitet, dieses Flussdiagramm. Irgendetwas scheint noch dazwischen zu liegen. Die Leute haben immer irgendwie eine bestimmte Denke im Kopf. Und dieses, was dazwischen liegt, das würde ich gerne folgendermaßen beschreiben. Die meisten Menschen, die sich mit Sicherheit beschäftigen, haben irgendwie ein Modell im Kopf, wie eine Gefährdung zustande kommt. Ich nenne das einmal das Gefährdungsmodell. Sie haben dann eine Vorstellung, wie das Risiko zu reduzieren ist, das aus dieser Gefährdung erwächst, das Risikoreduktionsmodell. Dann gibt es eine Vorstellung, wie die Risikoreduzierung versagen kann, das Versagens- oder Ausfallmodell und dann, was man gegen diesen Ausfall tun kann. Das wäre dann die Modellebene 4. Das wäre so ein Raster, wie wir jetzt mal vergleichen wollen, die elektrische Sicherheit und die funktionale Sicherheit. Und dieses Raster funktioniert immer ganz gut, wenn wir Schutzeinrichtungen haben. So. Ja, daraus würde sich also ungefähr folgende Situation ergeben. Wir haben hier auf der links dieses Raster nochmal mit den vier Modellen. Wir haben dann die Säule elektrotechnische Sicherheitsnormen, wie elektrotechnische Sicherheitsnormen das Thema Sicherheit sehen, wie die funktionale Sicherheit in der 61508 gesehen wird und hätten dann hier im Bild, so, jetzt sind wir, war der Computer schneller als ich. Und hier dann nochmal das Thema IT-Sicherheit. Wenn wir diese Dinge so nebeneinander stellen, mag das dem einen oder anderen kühn erscheinen. Und wenn man nachher auch in die IT-Sicherheit reingeht, stellt man fest, es klemmt schon mal an der einen oder anderen Stelle.
Trotzdem würde ich es gut finden, wenn wir versuchen, möglichst einen Blickwinkel zu erzeugen von allen Sicherheitsbetrachtungen her. Und gegenüber dem Kunden sollten wir dann auch sagen, das Produkt oder das System ist sicher. Denn ob irgendeine Teilsicherheit funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, das interessiert den Kunden vielleicht gar nicht. Ja? Dieses hier steht für die elektrische Sicherheit, funktionale Sicherheit und dann IT-Sicherheit. Ja, das wären unsere Modellebenen. Jetzt gehen wir mal rein in die linke Säule, in die elektrische Sicherheit und gucken uns die mal an. Vorher noch mal folgende Frage: Warum ist das Thema funktionale Sicherheit eigentlich so brennend heute? Das liegt daran, dass wir eingebettete Systeme haben. Wir sind umgeben von eingebetteten Systemen. Hier oben links ein Mikrorechner, der auf einem Board montiert ist. Und dieser Mikrorechner wird nun verbracht in eine bestimmte technische Umgebung. Er wird dort eingebettet, beispielsweise hier im Automobil, wo ja heute eine große Rechenpower vorhanden ist. Und hier haben wir zum Beispiel eine Schutzeinrichtung in der chemischen Industrie. Und wir haben jetzt auch in Schutzeinrichtungen der Elektrotechnik auch eingebettete Systeme schon drin, die hier Schutzaufgaben übernehmen. Ja, wenn diese eingebetteten Systeme erstmal definiert sind und da sind, dann sagt man sich, jetzt sollen sie auch Schutzaufgaben übernehmen, jetzt sollen sie auch die Sicherheit gewährleisten. Und dann haben wir plötzlich ein eingebettetes System, das unter dem Begriff Sicherheit fällt. Dieses System soll seine Funktionen sicher und zuverlässig erbringen. Und dass Sicherheitsfunktionen zuverlässig erbracht werden, genau das ist das Anliegen der funktionalen Sicherheit. Also deswegen ist das Thema heute eigentlich überall präsent. Ja, jetzt tauchen wir mal ein in die Elektrotechnik. Wie sieht das die linke Säule? Wie sieht das die Elektrotechnik? Die Elektrotechnik hat ein Gefährdungsmodell. Dieses Gefährdungsmodell ergibt sich aus dem Guide 104, aus dem IEC Guide 104. Dort finden wir eine Liste mit allen möglichen Gefährdungen. Fängt an bei elektrischer Schlag, dann kommt durch Wärme und Brandausbreitung und so weiter. Das wäre eigentlich das Gefährdungsmodell der Elektrotechnik. Einige Menschen gehen aber noch weiter und diese Vorstellung ist geäußert in der IEC 62368 bzw. in der entsprechenden VDE-Übernahme. Und zwar wird dort gesagt, eine Gefährdung beruht auf einer unerwünschten Energieübertragung. Zum Beispiel haben wir hier den elektrischen Schlag. Ja. Also stellen wir uns mal vor, vor uns steht eine schöne Tischlampe mit Messingfuß und einem Lampenschirm, so Art Deko, schöne Jugendstilleuchte. Die ist jetzt angeschlossen an die Steckdose. Und nehmen wir mal als erstes an, dass der Messingfuß nicht an den Schutzleiter angeschlossen ist. Dann möge einer der Leitungen, die jetzt nach oben zur Lampe läuft, durchgescheuert sein. Dummerweise ist das gerade die Leitung, die den Außenleiter führt. Und nun kommt der innere Draht, kommt jetzt also an das Messing. Und der arme Kollege, der hier anfasst und auch noch gut geerdet steht, bekommt jetzt also einen elektrischen Schlag, wenn er die Lampe anfasst. Das Drei-Block-Modell wäre dann die Speisung aus der Steckdose, ist der Block Energiequelle. Die Energieübertragung bedeutet diese Stelle, wo das Kabel durchgescheuert ist. Und die Wirkung findet hier in dem armen Kerl statt, der die Lampe anfasst. Drei-Block-Modell auf Basis von unerwünschter Energieübertragung. Und man sagt sich, dass dieser Ablauf, der da stattfindet, den müssen wir unterbrechen. Und diese Unterbrechung ist dann eine Schutzmaßnahme. Die Schutzmaßnahme hier bei der Lampe wäre dann beispielsweise der Anschluss des Messingfußes an den Schutzleiter. Und dann hätten wir die Schutzmaßnahme Anschluss an den Schutzleiter mit automatischer Auslösung des Überstromschutzorgans. Alte Elektrotechniker wissen, das ist dann die Schutzklasse 1. Gut, gehen wir mal rein in die Säule. Gefährdungsmodell war die Liste bzw. das Drei-Block-Modell. Das Risiko reduzieren wir durch Schutzmaßnahmen.
Wie die Schutzmaßnahmen ausfallen, wird in den Normen im Allgemeinen nicht geäußert. Ich kenne jedenfalls keine Norm, die da eine konkrete Vorstellung äußert. Deshalb habe ich mir erlaubt, dieses dritte Feld weiß zu malen. Ja, wir tun aber etwas gegen den Ausfall von Schutzmaßnahmen. Das sieht nämlich bei uns in der klassischen Elektrotechnik so aus, dass wir zwei haben, den Basisschutz und den Fehlerschutz. Und wir lesen auch die Terminologie Schutz unter normalen Bedingungen und Schutz unter den Bedingungen eines Einzelfehlers. Ich bin übrigens auch ein normaler Elektrotechniker, weil ich Elektrotechnik an der Technischen Universität Braunschweig studiert habe. Und den Rest habe ich mir dann im Laufe der Zeit angeeignet, dank meines Kontaktes mit verschiedenen DKE-Normungsgremien. Ja, jetzt habe ich mal mitgebracht eine klassische Norm aus der Elektrotechnik, hier jetzt die 1610 VDE 0411. Und da haben wir jetzt hier mal einen Ausschnitt aus der Norm. Also wenn wir in die Norm reingucken, stellen wir fest, dass das Inhaltsverzeichnis so ähnlich aufgebaut ist wie die Liste der Gefährdungen im Guide 104. Das heißt, da kommen diese ganzen Gefährdungen vor und werden einzeln abgehandelt. Und das nennen wir dann eine gefährdungsbasierte Norm oder ein Hazard-Based Standard. Der fängt bei Abschnitt 6 an mit dem Schutz gegen elektrischen Schlag. Und erstmal wird beschrieben, Schutz unter den normalen Bedingungen, also dass das Produkt vernünftig isoliert und hergestellt wird. Und bei 6.5 geht es dann los mit den Schutzmaßnahmen. Und da haben wir jetzt die Schutzmaßnahmen mit dem Anschluss an den Schutzleiter. Jetzt kommen hier die ganzen Bedingungen und jetzt lesen wir hier die Bedingungen für die Schutzimpedanz. Auf das Beispiel von der Messinglampe projiziert wäre das jetzt also die Impedanz zwischen dem Punkt, wo der Schutzleiter in die Lampe reinläuft und da, wo der arme Kerl anfasst. Da steht hier also die Impedanz zwischen dem Schutzleiteranschluss und jedem berührbaren Teil, das eine Schutzverbindung erfordert, darf 0,1 Ohm nicht überschreiten. Das ist eine konkrete Anforderung, die sich an das Produkt richtet. Und anschließend sehen wir gleich in kursiver Schrift, wie das Ganze überprüft werden soll. So, ich will jetzt nicht die Einzelheiten vorlesen, aber das ist hier ganz charakteristisch. Wir nehmen an, das Produkt ist vollständig prüfbar. Wir können es auf die Werkbank hier stellen oder im Prüffeld und nehmen die nötigen Prüfungen vor, machen Kreuze in unserem Protokoll, in unserem Prüfprotokoll und wissen dann, dieses Produkt ist in Ordnung. Das heißt, alle sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Prüflings können durch eine Prüfung vollständig aufgedeckt werden. Jetzt kann man sich fragen, wo kommen diese Werte eigentlich her? Nun, das war das Normungskomitee. Im Normungskomitee sind Experten. Es sind Experten dort anwesend, die Berechnungen zur Verfügung haben. Aufgrund von Berechnungen, Fachwissen und Erfahrung haben die hier also festgelegt, wir nehmen 0,1 Ohm. Vom Standpunkt einer allgemeinen Risikoanalyse ist hier also Folgendes passiert. Es hat ein Expertengremium gegeben. Dieses Expertengremium hat ein Produkt definiert, hat vernünftigerweise vorhersehbare, hat also die gewollte Anwendung und die vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung definiert, hat die Risikoanalyse gemacht, hat festgestellt, dass das Risiko zu reduzieren ist. Das Gremium hat dann die Anforderungen hier festgelegt. Ja. Das heißt, das Ergebnis der Risikoanalyse einschließlich der Herleitung der Anforderungen wird hier als Norm veröffentlicht. Das Gremium hat nach dem Prinzip einer für alle die Risikoanalyse gemacht, die Anforderungen hergeleitet und teilt das Ergebnis als Sicherheitsnorm mit. Haben wir schon irgendwelche Meldungen, irgendwelche Kommentare? Okay. Gut, das ist also ein normales Geschehen in der Elektrotechnik. Und jetzt tauchen wir mal kurz ein in die Welt der funktionalen Sicherheit. Wie machen die das? Sie sehen hier eine typische Anwendung aus der chemischen Industrie, eines der Gebiete, wo ja die funktionale Sicherheit mit am ersten gegriffen hat. Das möge hier also der Transport einer gefährlichen Flüssigkeit sein. Hier unten gibt es einen großen Lagertank und jetzt muss hier immer in diesen Arbeitstank muss reingepumpt werden, um den gefüllt zu halten. Und dieser Arbeitstank ist jetzt oben mit einem
zusätzlichen Schutz ausgerüstet, mit einem Überlaufschutz. Man möchte nicht, dass der Arbeitstank überläuft. Da kommt dann ein weiterer Niveaumelder rein. Dieser Niveaumelder wird dann typischerweise an eine Sicherheits-SPS angeschlossen. Und diese Sicherheits-SPS wirkt auf die Pumpe und kann also die Pumpe unterbrechen. Das heißt, hier haben wir dann den Überlaufschutz. Dann gibt es eine Sicherheitsfunktion, wenn der Melder hier erreicht wird, hat die Pumpe abzuschalten. Wir haben das System und wir haben dann das sicherheitsgerichtete System, was hier nicht mitgezeichnet ist. So, das wäre also mal ganz grob jetzt die klassische Anwendung in der chemischen Verfahrenstechnik. Wir gucken uns jetzt mal das Säulenmodell an für die funktionale Sicherheit, so wie sie beschrieben ist in der 61508 und auch so, wie sie beschrieben ist in anderen Normen, die auf der Pyramide relativ weit oben stehen. Gilt zum Beispiel auch für die 61511 aus der chemischen Industrie oder bei den Kollegen vom Kraftfahrzeug, die ISO 26262. Ja, wenn wir in diese Norm reingucken, stellen wir fest, Gefährdungsmodell gibt es da eigentlich gar nicht. Also wie die Gefährdung zustande kommt, steht in der 61508 überhaupt nicht drin, sondern es wird erwartet, dass dieses Gefährdungsmodell geliefert wird von einem Kollegen, der zum Beispiel kommt aus der chemischen Verfahrenstechnik, dem Maschinenbau oder der Kraftfahrzeugtechnik. Wenn man also mit diesem Kollegen jetzt zusammen war, dann kann man die Risikoanalyse machen und aus dieser Risikoanalyse kommen dann üblicherweise Sicherheitsfunktionen raus. Die Sicherheitsfunktion ist der zentrale Begriff der funktionalen Sicherheit und sind auch hier das Risikomodell. Und diese Sicherheitsfunktion kann ausgeführt werden von elektronischen Systemen. Genau dann kommt die funktionale Sicherheit ins Spiel. Wenn man bei der Risikoanalyse eine Sicherheitsfunktion herausgefunden hat und ordnet diese Sicherheitsfunktion einem nicht elektronischen System zu, dann hat man zum Beispiel die IEC 61508 angewendet mit dem Ergebnis, dass man sie nicht anzuwenden braucht. Das ist aber in diesem Fall auch normal. Also wenn elektronische Systeme im Spiel sind, beispielsweise unsere eingebetteten Systeme, dann funktionale Sicherheit, dann 61508. Weshalb? Das liegt einfach daran, dass wir hier ein konkretes Ausfallmodell haben und dass dieses Ausfallmodell beschreibt ein eingebettetes System mit einer komplexen Technik, mit einem Mikrorechner, mit einem Speicherbaustein und so weiter. Das Ausfallmodell bei der funktionalen Sicherheit ist so, wir haben entweder Zufallsausfälle, die durch irgendwelche Verschleißmechanismen zustande kommen, die durch Festkörpermechanismen zustande kommen, wo wir die Ursache nicht mehr durchschauen können und nicht mehr weiter feststellen können. Das sind die Zufallsausfälle und dann kommen hinzu die systematischen Fehler. Die systematischen Fehler ergeben sich durch die Begrenztheit des menschlichen Geistes. Das heißt, wir machen Fehler. Wir machen Fehler, wenn wir ein System entwerfen, wenn wir ein System realisieren. Wir machen Fehler bei der Risikoanalyse. Wir machen Fehler bei der Instandhaltung und beim Betrieb. Das sind die systematischen Fehler, die in der Praxis übrigens überwiegen. Ja, das wäre die Modellebene 3. Dann kommt die Modellebene 4. Was tut man dagegen? Und das ist in der Tat das Gebiet, wo der funktionale Sicherheitstechniker lebt. Das ist sein Gebiet und da wird sehr gründlich gearbeitet. Und wir wollen uns das jetzt mal angucken. Das sind, bezeichne ich mal als Säulen der funktionalen Sicherheit. Worauf beruht das? Nach welchen Prinzipien will man solche Ausfälle begrenzen oder verhindern? So, bevor wir dahin gehen, nochmal eben dieses Bild. Hier gibt es nämlich einen wichtigen Unterschied. Ich habe jetzt also nochmal hier dann nebeneinander gestellt die Säule der elektrischen Sicherheit, wie wir sie eben uns angeschaut haben, und hier die Säule der funktionalen Sicherheit. Jetzt gibt es einen gravierenden Unterschied. Die funktionale Sicherheit, so wie sie beschrieben ist, in den meisten grundlegenden Normen, arbeitet mit gestuften Anforderungen. Ja. So, gestufte Anforderungen. Was ist das? Das heißt, wir machen eine individuelle Risikoanalyse und kriegen jetzt eine individuelle Risikoreduzierung hervor. Diese Risikoreduzierung bedeutet auf die funktionale Sicherheit bezogen, mit welcher Zuverlässigkeit die Sicherheitsfunktion ausgeführt werden soll. Bei jeder Sicherheitsfunktion haben wir immer zwei Dinge zu spezifizieren. Einmal, was soll die Funktion tun
und wie zuverlässig soll sie es tun. Und genau diese Zuverlässigkeit, das ist die Sicherheitsintegrität, gemessen in dem berühmten SEAL, Safety Integrity Level, 4 Anforderungsstufen. So, das, wie gesagt, gestufte Anforderungen als Ergebnis einer individuellen Risikoanalyse, das kennt der Elektrotechniker nicht. Wenn ich jetzt mal versuche, das in einem Gedankenexperiment auf die elektrotechnische Sichtweise zu übertragen, könnte ich jetzt zum Beispiel Folgendes sagen, okay, hier mit meiner Messinglampe, das verstehe ich ja, dass wir da hart vorgehen müssen, da kann jeder anfassen, da kann vielleicht jemand anfassen, der barfuß ist, da müssen wir 0,1 Ohm spezifizieren, da müssen wir die Prüfströme spezifizieren. Wenn ich jetzt aber die Lampe da unter der Decke nehme, ja, da fasst ja nicht so oft jemand an und da kann ich ja auch sagen, also wenn man an die Lampe beigehen will, dann bitte nur mit Holzleiter und mit Plastikschuhen, also da brauche ich nicht 0,1 Ohm zu fordern, da reicht es, wenn mal jemand mit dem Duschpol nachprüft. Also auf solche Idee würden wir als Elektrotechniker nie kommen. Ja, in der Elektrotechnik wird stets das volle Programm durchgezogen und da gibt es keine Erleichterung in den Anforderungen aufgrund einer individuellen Risikoanalyse. Es sei denn, Sie wollen jetzt die Entscheidung, ob im Feuchtraum installiert wird oder im normalen Raum, auch noch als individuelle Risikoanalyse ansehen. Aber ich sage mal, die individuelle Risikoanalyse, die gestufte Anforderungen hervorbringt und die Erleichterungen hervorbringt, hat bei uns einfach nicht den Platz in der Elektrotechnik. Da ist der Unterschied. Ja. Das würde wahrscheinlich auch kostenmäßig nicht viel bringen, ob ich mir das jetzt spare mit den 0,1 Ohm oder nicht. Während in der funktionalen Sicherheit eine Software für SEAL 4 auszulegen, kostet deutlich mehr als zum Beispiel für SEAL 2. Das heißt, sie hat das auch eine wirtschaftliche Berechtigung. So, jetzt gehen wir gleich nochmal rein in die Säule für die funktionale Sicherheit, in die Modellebene 4. Frage, haben wir schon ein paar Kommentare oder so? Noch nicht, okay. So, die erste Säule der funktionalen Sicherheit wäre die Begrenzung zufälliger Hardwareausfälle durch Probabilistik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung. Diese zufälligen Hardwareausfälle können wir nicht verhindern, weil man Zufall nicht verhindern kann, aber man versucht ihn zu begrenzen und das versucht man mit Hilfe einer Vorhersage. Die Vorhersage funktioniert so, man geht runter auf Bauteilebene, beobachtet alle Bauelemente und beobachtet ihr Ausfallverhalten. Also wie oft sind sie ausgefallen und wie sind sie ausgefallen? Ja? Ja, hier hatten wir im Vorfeld schon eine konkrete Frage. Und zwar, wie gehen allgemein üblich praktizierte Dauerprüfungen, Burn-in, ich sehe hier gerade die Badewannenkurve, mit ein und wie sollte oder kann man diese dann auch bewerten? Gut, also wir machen Folgendes. Wir gehen runter auf Bauteilebene, beobachten die Bauteile, wie sie ausfallen, wie das Ausfallverhalten ist und das Ganze packen wir in eine Statistik. Ja, die Statistik sind die Auswertung von Beobachtungsergebnissen. Diese Beobachtung gewinnt man entweder durch Beobachtung der Bauteile im Feld oder man kann sie auch im Prüffeld beobachten. Das Ganze schlägt sich dann nieder in dieser Kurve, wie sie da oben angezeichnet ist. Hier sehen wir die Ausfallrate über der Zeit. Zeitachse sind hier Jahre, ja, also bis in die Lebensdauer. Und das ist die Kurve, mit der wir unsere Vorhersage machen. Diese Kurve müssen wir gewinnen durch eine Beobachtung. Und diese Beobachtung kann, wie gesagt, auch im Prüffeld stattfinden. Das wären dann die Prüfverfahren im Prüffeld. Die helfen uns also bei dieser Beobachtung. Aufgrund der Beobachtung machen wir dann eine Prognose, und zwar eine Prognose über das Ausfallverhalten von Baugruppen, ja, in der 61508 auch Elemente genannt. Um diese Prognose zu machen, verwenden wir diese Kurve, die sogenannte Badewannenkurve und Rechenverfahren, zum Beispiel das FMEA-Verfahren.
Wichtig ist nun, dass diese Prognose am besten gelingt, wenn wir im flachen Teil der Kurve sind. Im flachen Teil der Kurve ist die Ausfallrate konstant, also nicht mehr abhängig von der Zeit. Und wir können hier aus der Beobachtung der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Ja, wir können also diese Schlussfolgerung hier machen. Und dafür ist es ganz praktisch, wenn wir aus der Phase der Anfangsausfälle raus sind und nur noch im flachen Teil sind. Und dazu hilft dann das Burn-In-Verfahren. Das Burn-In-Verfahren kann uns helfen, dass wir gleich in den flachen Teil der Kurve kommen. Das heißt, diese Dinge, die da in der Frage genannt sind, das sind eigentlich Dinge aus dem Baukasten Zuverlässigkeitswesen, die hier eingesetzt werden für die funktionale Sicherheit. Ja, das Ganze wird dann so abgeschlossen, wenn wir jetzt die Prognose haben auf Ebene der Baugruppen oder Elemente, wie es die 61508 nennt, dann müssen wir natürlich noch einen weiteren Schritt machen. Wir müssen schlussfolgern von der Ebene der Baugruppen auf das Gesamtsystem. Und für diese Schlussfolgerung gibt es dann auch wieder Techniken aus dem Baukasten des Zuverlässigkeitswesens. Zum Beispiel das Reliability Block Diagramm ist angedeutet in der Mitte von diesem Bild, unten in der Mitte. Und daraus ergeben sich dann allerlei Formeln. Und das möge zum Beispiel die rechte sein. Da kommt dann raus die PFD, die Probability of Failure on Demand. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Sicherheitsfunktion dass diese Sicherheitsfunktion nicht ausgeführt werden kann, wenn sie angefordert wird. Also zum Beispiel der Überlaufmelder soll die Pumpe abschalten, er tut es aber nicht, weil es irgendwo klingt. Und das soll dann diese PFD ausdrücken. Ja, das heißt, man versucht hier eine quantitative Prognose zu machen dafür, dass die Sicherheitsfunktion auch wirklich erbracht wird. Das wäre die erste Säule der funktionalen Sicherheit. Und dann käme ich zur nächsten Säule. Die nächste Säule ist ein Managementsystem. Das heißt, wir unterlegen das System zur funktionalen Sicherheit mit einem Lebenszyklus. In diesem Lebenszyklus sind lauter Kästchen, die wir hier sehen. Und in jedem Kästchen steht drin, was man an der Stelle tun muss. Wenn man das umsetzt in ein Handbuch, hat man ein Handbuch zur funktionalen Sicherheit. Das ist so wie ein Qualitätshandbuch. Was soll das Ganze bewirken? Das Ganze soll bewirken, dass systematische Fehler gar nicht erst in das System hineinkommen. Es ist nämlich so, dass wir bei dem Umgang mit Mikrorechnern und mit komplexen Baugruppen die Annahme der vollständigen Prüfbarkeit nicht mehr aufrechterhalten können. Wir sind zwar der Meinung, dass gründlich geprüft werden muss und auch nach den richtigen Strategien, aber wir werden nicht alle Fehler damit finden. Die Dinge sind einfach zu komplex, es gibt zu viele Möglichkeiten, wie man solche Software da betreibt und die Zustände eines Prozessors, auch ein RAM-Baustein kann man nicht mehr vollständig prüfen. Also wir müssen die Annahme der vollständigen Prüfbarkeit aufgeben und sind deshalb gezwungen, in die Vorgeschichte reinzuschauen. Wir müssen uns mit der ganzen Geschichte des Produktes beschäftigen. Wie wurde das entworfen? Wie wurde das entwickelt? Und so weiter. Und dazu dient dieses Managementsystem. Das soll also dazu dienen, systematische Fehler von vornherein aus dem System draußen zu halten. Ja, dann ist in der 61508 sind umfangreiche Anhänge in den Teilen 2 und 3, wo verschiedene Techniken vorgeschrieben sind für alle Teile des Lebenszyklus. Zum Beispiel beim Entwurf des Verfahrens ist es gut, wenn wir das Ruhestromprinzip anwenden können. Das wäre also eine der Techniken, die empfohlen wird. Es gibt verschiedene Testverfahren und das Ganze wird dann nachher von dem Verantwortlichen für die funktionale Sicherheit abgeprüft. Dem muss man also nachweisen, dass man das gemacht hat oder dass man etwas Gleichwertiges gemacht hat. Auch die Software wird da sehr stark drin beschrieben. Das heißt, es gibt Techniken zur Koordination der Softwarearbeiten und zur Ausführung der Softwarearbeiten. Das muss dann nachgewiesen werden.
Das gibt dann meistens ein Problem, wenn ich jetzt hier einfach meinen Windows 10 Rechner für eine Sicherheitsaufgabe einsetzen will, also damit meinetwegen die Pumpe abschalten will in dem Schutzkreis. Das klappt nicht. Da wird der Verantwortliche für die funktionale Sicherheit darauf bestehen, dass diese Dinge aus der Software nachgewiesen werden. Und dann muss man schon einen sehr guten Kontakt zu Redmond haben und wissen, was sie da tun und genaue Kenntnisse haben, sonst kriegt man das nicht hin. Also der Einsatz von commercially off-the-shelf Software wird im Allgemeinen beschränkt dadurch. Das heißt, wir können festhalten, dass das Management-System alleine reicht nicht. Man muss einzelne Dinge nachweisen. Man kann also nicht jetzt einfach sagen, wir haben schon ISO 9000, das erweitern wir noch mal ein bisschen und dann haben wir Safety-Produkte. Das reicht nicht. So, dann haben wir Systemtoleranz, dass auch wenn ein Ausfall auftritt, soll das System trotzdem noch tolerant sein und es soll nicht ein gefährlicher Zustand entstehen. Zur Systemtoleranz gehört auch die Hardware-Architektur. Das heißt, wir haben Vorschriften, dass Redundanzgrade drin sein muss. Diese ganzen Normen zur funktionalen Sicherheit haben irgendwie Vorschriften, dass ab einer gewissen Risikoreduzierung eine Mehrkanaligkeit obligatorisch ist. Das bedeutet, dass das probabilistische Vorrechnen alleine auch nicht reicht. Man möchte also verhindern, dass nur mit Probabilistik etwas nachgewiesen wird. Nein, das alleine reicht auch nicht. Man muss in Abhängigkeit vom Ziel dann auch solche Systemtoleranz hier nachweisen können. Das werden also mal im Überblick jetzt gezeigt, die Säulen der funktionalen Sicherheit. Ja, um das Ganze abzuschließen, habe ich jetzt nochmal die Normen nebeneinander gelegt. Wir haben hier jetzt die Norm mit den konkreten Produktanforderungen, also zum Beispiel die 6.10.10 aus der Elektrotechnik. Wir haben hier einen Abschnitt aus der 6.15.08 und da beschäftigt man sich auch mit Validierung, also mit Prüfung. Und ich lese mal hier einen Satz vor. Es muss eine Planung durchgeführt werden, um die Schritte, sowohl verfahrensmäßige als auch technische, festzulegen, die für den Nachweis ausgeführt werden müssen, dass das sicherheitsbezogene EEPE-System die Spezifikation der Anforderungen erfüllt. So, mal ganz abgesehen davon, dass sich das nicht gerade flüssig liest, aber wir halten fest, hier sind eigentlich gar keine konkreten Werte drin, sondern hier steht eigentlich drin, du musst dir diese konkreten Werte erstmal selber rausfinden. Du musst dir selber einen Prüfplan machen und diese Werte festlegen. Das nennt man im Fachjargon auch prozessbezogene Normen. Dazu muss ich Folgendes sagen. Das Musterbeispiel der prozessbezogenen Norm ist ISO 9000. Da sind überhaupt keine konkreten Produktanforderungen drin, sondern es wird hier ausschließlich das Verhalten der Person beschrieben, die mit dem Produkt umgehen. Also hier wird das Produkt beschrieben. In der ISO 9000 wird das Verhalten von Personen beschrieben, die mit dem Produkt umgehen. Die 6.15.08 ist eigentlich auch schon eine Mischform. Ist zwar im Wesentlichen ja prozessbezogen, es stehen aber auch konkrete Anforderungen an einigen Stellen drin. Also die ist schon irgendwo so ein bisschen dazwischen. Und wenn jetzt ein Normungsgremium anfängt, eine Produktnorm zu schreiben, kann es sich natürlich überlegen, wo es sich positioniert. Je besser das Normungsgremium das Produkt kennt und die bestimmungsgemäße Verwendung kennt und die Gefährdung kennt, umso eher wird es hierhin gehen in Richtung konkreter Produktanforderungen. Und das sehen wir auch beispielsweise bei Normen zu Hausgeräten. Ja, die sind dann, haben sich dann wesentlich stärker hierhin positioniert, einfach weil das Gremium das Produkt besser kennt. Ja, das hat hier jetzt also alles nochmal zusammengefasst. Klassischer Weg in der Elektrotechnik. Das Normungskomitee macht die Risikoanalyse einer für alle, leitet die Anforderungen und teilt das Ergebnis als Normen mit. Der Hersteller kann sich dann da dranhängen, prüft, ob sein Produkt im Anwendungsbereich liegt, übernimmt die Anforderungen. Ihre juristische Beratung im Haus wird Ihnen sagen, Sie sollen dennoch eine Risikoanalyse machen und natürlich auch dokumentieren, dass Sie das später auch nachweisen können. Also der erste Fall führt dann zu einer Norm mit konkreten Produktanforderungen, nicht zu einer prozessbezogenen Norm. Dazwischen gibt es Mischformen und ein Normungsgremium, das das Produkt kennt, wird sich dann mehr oder weniger in Richtung Normen mit konkreten Produktanforderungen sinnvollerweise begeben.
Das ist hier noch einmal der Lebenszyklus der 61508. Warum lege ich das hier drauf, diese Folie? Einfach um nochmal zu zeigen, wenn jetzt eine Norm in ein Fachgebiet übernommen wird, ist es wichtig, dass das Normungsgremium, das das tut, versucht, das Geschäftsmodell wieder zu spiegeln und das Rollenverteilungsmodell, was in dieser Branche üblich ist. In der 61508 ist das nicht weiter beschrieben. Da wird eigentlich so getan, als ob einer alles macht. Es gibt einen Einfluss von der chemischen Industrie oder vom Großanlagenbau. Und das passt natürlich nicht bei allen Branchen, sodass ein Normungsgremium dann den Lebenszyklus anpassen muss. Ich habe das hier mal in diesem Bild beschrieben. Oben haben wir die chemische Industrie, links nochmal die Schutzeinrichtung mit der gefährlichen Flüssigkeit. Rechts ist dann der Betreiber aus der chemischen Industrie, hat nicht nur einen Helm auf, sondern hat auch Wissen über die Anlage, kann selber auch eine Risikoanalyse durchführen, kann selber Gewerke vergeben, es liefern zu Gerätelieferanten, Ingenieurbüros. Jetzt gehen wir mal in die Automobilindustrie, ein Bild runter. Da können wir natürlich diese Annahmen über einen Betreiber nicht machen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Auto kaufen, gehen zum Autogeschäft, sagt der Verkäufer zu Ihnen, jetzt müssen wir erstmal eine Risikoanalyse machen. Dann würden Sie wahrscheinlich sagen, was ist denn hier eigentlich los? Also für die Automobilindustrie musste der Lebenszyklus angepasst werden und das hat dann auch ISO PC 22 gemacht. Ja. Hier kam gerade die Frage, ob es sich hier gerade, ob wir von dem Anhang ZZ aus der EU-Norm gerade sprechen. Nein, davon spreche ich nicht, denn wir sprechen jetzt also ganz allgemein über die Normen, wie die Normen das sehen. Wir sprechen jetzt nicht darüber, wie die EU-Richtlinien das sehen. Das wäre nochmal eine andere Geschichte. Wobei wir übrigens sagen müssen, dass von diesen ganzen Normen, die wir bis jetzt besprochen haben, nur wenige die Vermutungswirkung direkt auslösen. Also keine von diesen Normen passt zu grundlegenden Anforderungen eines Produktes im Sinne von EU-Richtlinien. Sie können dann allerdings referenziert werden natürlich von diesen Normen. Also die 61508 ist nicht gelistet, die 61511 ist nicht gelistet, ich glaube die 26262 auch nicht. Anders sieht es beim Maschinenbau aus. Im Maschinenbau haben wir Normen, die zur Maschinenrichtlinie gelistet sind. Und da muss man auch sagen, da gibt es auch Normen, die dann stärker in Richtung Produkt gehen, die zum Beispiel auch ein Gefährdungsmodell unterlegt haben. Zum Beispiel die ISO 13849. Die ISO 13849 verweist auf die ISO 12100 und da sind Gefährdungsmodelle drin. Ja, also steht drin, man kann gequetscht werden, ein Arm kann abgetrennt werden oder so. Also da ist es dann konkreter. Und die Maschinenbaunorm ist auch gelistet. Die Norm, die wir hier jetzt hatten, nicht. Ja? Hier kam noch eine Frage. Und zwar, wie da die IEC 61511 reinspielt. Also die IEC 61511 ist eine Übernahme der 61508 für den Bereich verfahrenstechnische Industrie, chemische Industrie vor allen Dingen. Und diese Norm führt Anforderungen konkreter aus und hat auch ein Rollenverteilungsmodell hinterlegt. Wenn wir da also reingucken, sehen wir, es wird unterschieden zwischen dem Betreiber einer Anlage, zwischen Planern und Ingenieurbüros und Gerätelieferanten. Ja, das so ungefähr sieht es aus. Ja. Okay. Gut, also wenn wir in eine bestimmte Produktgruppe reingehen, müssen wir uns überlegen, wie dieser Lebenszyklus organisiert wird. Wer soll da was machen? Und bevor wir da jetzt nochmal ins Detail gehen, würde ich nochmal gerne folgende Frage aufwerfen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Zuverlässigkeitswesen und funktionaler Sicherheit? Das wurden wir auch gefragt. Also ich habe im Laufe meiner DKE-Zeit viele Diskussionen dazu erlebt, so dass ich hier eigentlich nur meine persönliche Meinung wiedergeben kann, die vielleicht auf Opposition stößt. Also nach meiner Meinung ist es so, dass die ganzen Dinge von der funktionalen Sicherheit eigentlich vorweggenommen sind im Zuverlässigkeitswesen mehr oder weniger, sodass die funktionale Sicherheit eigentlich eine Teilmenge des Zuverlässigkeitswesens ist. Allerdings eine Teilmenge mit eigener Terminologie
und relativ straffer Normung. Ja. So, da das nun so ist, kann man das natürlich auch schlecht abschätzen. Und nun könnte man sich zum Beispiel fragen, sind die Betriebsfunktionen, die ich da unten für mein Verteilnetz hier definieren muss, sind das Betriebsfunktionen, die ich nach den Regeln des Zuverlässigkeitswesens absichere, oder muss ich hier funktionale Sicherheit anwenden? Also sagen wir mal, wir haben eine Schutzfunktion. Ja? Wir sagen also, hier muss der Distanzschutz auslösen oder sowas. Ja? Muss ich funktionale Sicherheit anwenden? Muss ich Zuverlässigkeitswesen anwenden? Nun, erstmal ist die Anwendung von Normen freiwillig. Ich kenne auch im Normenwerk keine Stelle, wo jetzt vorgeschrieben wird, hier funktionale Sicherheit einzusetzen. Also jetzt nach 6.15.08 vorzugehen. Das heißt, Sie können sich das eigentlich aussuchen. Und da man ja das überführen kann, kann man das so oder so machen. Sie können jetzt sagen, okay, ich habe hier ein Zuverlässigkeitsziel. Das Zuverlässigkeitsziel definiere ich um als Sicherheitsfunktion, oder Sie können es auch umgekehrt machen. Das heißt, man muss sich dann eigentlich fragen, was bringt mir das? Ja? Welchen Nutzen hätte man davon, hier jetzt bestimmte Normen anzuwenden? Das sollte man sich in diesem Fall anschauen. Es gibt im Bereich 6.15.08 eine ganze Menge Dinge, die Software zuverlässiger machen sollen. Vielleicht ein Thema, ja. Okay. Gibt es da? Also das jetzt mal als meine Meinung, ja. Ja, jetzt würde ich gerne ein Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die funktionale Sicherheit auf ein Gerät der Elektrotechnik angewendet wird. Und wenn Sie nochmal an das Säulenmodell denken, heißt das also, dass wir die Säule für Sicht aus elektrotechnischen Normen und die Sicht für funktionale Sicherheit irgendwie zusammenbringen müssen. In der Vergangenheit war das nicht so problematisch. Da konnte man sich aus dem Weg gehen. Die einen waren in der einen Säule, die anderen waren in der anderen Säule und man ist sich da nicht ins Gehege gekommen. Jetzt gibt es aber die eingebetteten Systeme, die sind mittlerweile so weit vorgedrungen, dass sie auch in den Schutzeinrichtungen der Elektrotechnik teilweise schon drin sind. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen müssen, die Ausfallmodelle, wie sie da, also diese vollständige Prüfbarkeit, wie sie da angenommen wurde in der Elektrotechnik, die können wir nicht mehr aufrechterhalten. Wir müssen jetzt irgendwie in die funktionale Sicherheit reingehen. So, das habe ich hier mal gemacht als Gedankenexperiment. Und zwar habe ich den Schutzschalter 4.0 erfunden, damit wir nicht einem realen Produkt irgendwie aus Versehen auf die Füße treten. Ich habe hier also postuliert den Schutzschalter 4.0, der speziell geeignet ist für das Smart Home. In unseren Netzen dürfen gewisse Dinge nicht passieren und sie können auch gar nicht passieren, aber sie passieren trotzdem, wie zum Beispiel Neutralleiterströme, Schutzleiterströme, Nullpunktverschiebung, Oberschwingung und was es sonst noch alles für hässliche Dinge gibt. Gleichfehlerströme, die können zum Beispiel zustande kommen, wenn diese Verbraucher oder diese Erzeuger jetzt hier nicht mehr richtig arbeiten, wenn die ein Problem erzeugen, kann das in unser Netz zurückwirken. Das kann unser Schutzschalter 4.0 nun alles erkennen, denn unser Schutzschalter 4.0 hat hier eine Messeinrichtung drin. Ja, Sie sehen hier die drei Phasen. Eigentlich sollte ich jetzt noch den Neutralleiter dazu malen, habe ich vergessen. Also stellen Sie sich mal vor, da kommen jetzt vier Drähte von oben in den Kasten rein. Jetzt ist in diesem Kasten ein Messsystem drin mit Analog-Digital-Wandler. Der kann alle Spannungen und Ströme phasenrichtig erfassen und führt sie dem Mikrorechner zu, der da auch drin ist. Der Mikrorechner trifft die nötigen Entscheidungen. Und wenn er erkennt, dass da eine Gefahr ist, dann schaltet er ab. Sie sehen da diesen Handhebel, mit dem man dann wieder einschalten kann. Ja, wir leben im Zeitalter des Internet of Things, sodass da natürlich auch ein Internetanschluss dran gehört, ist unten rechts zu erkennen. Und damit kann dann zum Beispiel der Elektromeister unseres Vertrauens zukünftig prüfen, ob bei uns im Haus noch alles in Ordnung ist. Wir können das eventuell auch. Rechts ist unser Smartphone, ja, und da kommt dann eine App drauf. Damit können wir dann auch da reingucken und vielleicht können wir den Schalter ja auch damit einstellen. Wir können alle Auslösewerte da sehr bequem mit dem Smartphone einstellen. Ja, das ist so ein bisschen Vision
wie sie vielleicht auch schon in Ansätzen auf dem Markt ist. Aber es stellt sich für uns natürlich die Frage, wird das Ding dann eigentlich zuverlässig nachher auslösen? Also denken wir mal an die Überstromschutzfunktion, da möge also eine Überstromschutzfunktion drin sein. Wenn das Ding nicht tut, dann haben wir ein Problem bei uns. Dann haben wir möglicherweise eine Brandentstehung. Und wenn das zu früh auslöst, dann sitzen wir plötzlich im Dunkeln. Also da stellt sich die Frage nach der Zuverlässigkeit dann schon. Ja, das habe ich hier nochmal geschrieben. Also wie gesagt, durch den eingebetteten Mikrorechner sollten wir uns orientieren an den Ausfallmodell der funktionalen Sicherheit. Hier ist jetzt nochmal mein Säulenmodell. Links die elektrotechnische Säule, rechts die funktionale Sicherheit. Wie bringen wir das Ganze zusammen? Wir könnten beispielsweise sagen, das Gefährdungsmodell kommt von der Elektrotechnik. Der Elektrotechniker weiß, was hier im Netz an Dingen passieren kann. Der Elektrotechniker macht die Risikoanalyse, stellt fest, welche Risiken wir mit diesem Produkt vermindern können und sollen. Und definiert daraus die Sicherheitsfunktion. Das heißt, die elektrotechnischen Schutzaufgaben werden als Sicherheitsfunktionen definiert. Und dann übergeben wir das den Kollegen von der funktionalen Sicherheit. Die sollen jetzt ein System entwerfen und absichern, was auch tut, entsprechend unseren Vorstellungen. Das Ganze hat einen kleinen Nachteil. Wir können zwar jetzt gut spezifizieren, was die Sicherheitsfunktion tun soll, aber die andere Seite der Medaille fehlt, nämlich wie zuverlässig sie das tun soll. Das heißt, wir brauchen ein Ziel. Wenn wir kein Ziel definieren, fangen die Kollegen von der Entwicklung nicht an. Ja. Und wenn wir sagen, wir nehmen einfach immer das Höchste, wie ja in der Elektrotechnik üblich ist, mit Ziel 4, dann wird das Ganze zu teuer, dann lässt sich das nicht mehr verkaufen. Also wo kriegen wir das Ziel her? Ja, hier habe ich jetzt also nochmal geschrieben, die Sicherheitsfunktion. Die Sicherheitsfunktion übrigens in diesem Fall nicht eine einfache Geschichte wie bei dem Überlaufmelder, sondern hier wird es ein bisschen schwieriger. Hier haben wir die Auslösekennlinie. Das heißt, hier haben wir dann die Auslösezeit in Abhängigkeit vom Strom. Ja, je nachdem, wie stark der Strom überschritten ist, welchen Überstrom wir haben, gibt es verschiedene Auslösezeiten. Das kennen die Kollegen von der Elektrotechnik. Ah, jetzt also das Ziel. Ja? Ja, zum Ziel hatten wir auch im Vorfeld auch schon auch Fragen gehabt. Wie kann ein Ziel von einem Hersteller einer Komponente angegeben werden, die von Kunden in einem dem Hersteller unbekannten Gesamtsicherheitsfunktion eingesetzt wird? Okay, also wenn wir jetzt nochmal in die Normen reinschauen, stellen wir fest, dass das Ziel da in verschiedenen Rollen auftaucht. Das Ziel ist einmal das, was aus der Risikoanalyse rauskommt. Das heißt, wir machen die Risikoanalyse, stellen fest, wie stark muss das Risiko reduziert werden und das ergibt das Ziel. Das Ziel als Ergebnis der Risikoanalyse, Punkt 1. Jetzt müssen wir ja dagegen rechnen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Systementwurf gemacht haben, müssen wir dagegen rechnen, dass wir hinkommen. Wir müssen diese Probabilistik nachweisen und wir müssen dann im ganzen Lebenszyklus darauf achten, dass wir immer das tun, was jetzt gerade für dieses Ziel gefordert ist. Ja, wir müssen also dagegen rechnen. Das wäre die zweite Bedeutung. Die dritte Bedeutung bezieht sich dann auf Produkte. Also insbesondere dann, wenn ein Produkt ein Teilsystem darstellt. Ein Teilsystem im Sinne der 61508 ist zum Beispiel die Sensorik, ist der Logikteil oder die Aktorik. Das heißt, diese drei Dinge, die jetzt in diesem Fall in diesem Schalter da unten drin sind. Ja, das wird ja nicht immer so als eine Kiste vertrieben, sondern in vielen Fällen wird das ja getrennt vertrieben. Das heißt, man kauft irgendwo die sicherheitsgerichtete Sensorik, die sicherheitsgerichtete Logik und die sicherheitsgerichtete Aktorik. Wenn man jetzt wenn man sowas jetzt kaufen will, muss man das hier irgendwie spezifizieren und dazu dient dann auch das Ziel. Das wird mitunter hier auch Ziel Claim genannt. Also als 61508 erfunden wurde, hat man noch nicht die Idee gehabt, das jetzt zu differenzieren. Also man hat es zwar differenziert, aber in der Schreibweise nicht differenziert. Das ist einfach ein didaktisches Problem, das man damals noch nicht erkannt hat. Ja, jetzt kann man also dann das spezifizieren
Und das klappt allerdings nur unter gewissen Bedingungen. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Hersteller eines Teilsystems, also eines Sensorik-Teilsystems, sagt, er kann bis Ziel 3, was bedeutet das? Das bedeutet in der Regel, dass er glaubt, dass sein Teilsystem geeignet ist bis Ziel 3, wenn es einkanalig eingesetzt wird. So, dazu muss aber stimmen die prinzipielle Eignung. Also man muss schon wissen, dass das Ding da richtig ist. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe eine klebrige Flüssigkeit, dann kann ich keinen Schwimmerschalter nehmen zur Niveauabsicherung. Und man muss auch etwas wissen über die Art der Sicherheitsfunktion. Also zum Beispiel, ob man das Prinzip ansetzen darf, Ruhestromprinzip. Ja, gibt es einen sicheren Zustand, wo man im Falle des Auftretens eines internen Fehlers reinfallen kann, gibt es so eine Anwendung des Ruhestromprinzips. Dieses Wissen muss schon da sein über die Sicherheitsfunktion, sonst ist diese Angabe eigentlich sinnlos. Also da muss man sich dann, wenn man so ein Gerät einkauft, möglicherweise verständigen, was meinst du eigentlich mit Ziel? Welche Sicherheitsfunktion ist da jetzt wirklich gemeint? Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass so eine Norm gut geeignet ist, die Teilnehmer an so einem Projekt zu koordinieren. Also jetzt kann der Gesamtauftragnehmer sich mit den Lieferanten koordinieren und mit denen darüber sprechen, welche Eigenschaften das zugelieferte Produkt haben muss. Ja, also der Lieferant des Teilsystems kann nur das Teilsystem betrachten und nur die Teilsicherheitsfunktion, die kann er nur betrachten und es muss irgendwie ein Austausch da sein über die Art der Sicherheitsfunktion, die vollbracht werden soll, der Teilsicherheitsfunktion, sonst klappt das nicht. Gut. Ja, jetzt nochmal zur Frage, wenn wir jetzt wirklich mit unserem Schalter 4.0 weitermachen wollen, wer legt das Ziel fest, wo kriegen wir es her? Also wir könnten jetzt sagen, wir machen es hier in der chemischen Industrie, der Betreiber soll es machen. Stellen Sie sich vor, das soll jetzt bei Ihnen im Haus eingebaut werden, weil Sie Smart Home haben wollen. Und da hätten Sie sicherlich keine Lust, sich da dann noch hinzusetzen und da eine große Risikoanalyse zu machen. Also der Betreiber wird es nicht tun. Jetzt versuchen wir das mal dem Elektromeister aufs Auge zu drücken, aber das klappt auch nicht, denn die haben sowieso so viel zu tun, die werden sich da nicht hinsetzen und eine individuelle Risikoanalyse machen. Wir haben auch keinen OEM wie in der Automobilindustrie, der alles koordinieren kann. Klappt bei uns im Smart Home auch nicht. Also ich bin eigentlich der Ansicht, am besten wäre es, wenn wieder ein Gremium das macht, so wie es ja eigentlich in der Elektrotechnik immer üblich war, nach dem Motto einer für alle. Also ein Gremium, das diese ganzen Use Cases durchgeht, die Sicherheitsfunktionen, die dazugehören und dann die Risikoanalyse wieder einer für alle macht. Ja. Bevor wir jetzt uns von unserem Schutzschalter 4.0 entfernen, das Gerät ist ja über eine App gesteuert und auch dazu hatten wir eine Frage. Wenn wir Geräte mit mobilen Geräten mittels App steuern, wie passt das mit der funktionalen Sicherheit zusammen? Und wir hatten da noch einen Vorfall, gerade bei mobilen Geräten ist auch das Thema, kam noch eine Frage dazu auf, was bei Batteriespeichern zu berücksichtigen ist. Bevor wir das vielleicht verlassen, vielleicht kannst du darauf noch antworten. Also ich habe hier jetzt nochmal das Bild mit dem Schutzgerät und dem App hier aufgelegt, damit wir das ein bisschen im Auge haben. Hattest du noch was? So, jetzt kommt es darauf an, was wir hier mit dieser App alles machen können. Ja? Wenn wir da nur passiv reingucken können in das Gerät, dann ist es vielleicht nicht so dramatisch. Wenn wir jetzt aber mit dieser App zum Beispiel die Sollwerte setzen können, dann müssen wir diese App in die Sicherheitsbetrachtung mit einbeziehen. Wenn wir einen Systementwurf haben, möchten die Normen zur funktionalen Sicherheit, dass sämtliche Ausfallarten durchleuchtet werden. Also man soll sich genau überlegen, wie kann so ein System ausfallen, wie kann es sein, dass es die Sicherheitsfunktion nicht erbringt. Das muss alles abgeklärt werden. Und nun könnte es natürlich sein, dass wir einen bestimmten Strom eingeben wollen. Also wir wollen sagen, bei 10 Ampere Überstrom hast du 2 Minuten Zeit bis zum Auslösen. Und wir glauben, wir haben das hier eingegeben. In Wirklichkeit kommt aber ganz was anderes an.
kommt meinetwegen eine Zeit an, die zu hoch ist, sodass uns dann mittlerweile die Hütte abbrennt oder so. Das heißt, auch dieses App muss dann in die Betrachtung mit einbezogen werden, alle Ausfallmodi, die auftreten können. Das fängt schlicht und ergreifend damit an, dass diese Bedienoberfläche so gut sein muss, dass Irrtümer möglichst ausgeschlossen sind. Und geht dann weiter über die interne Verarbeitung der Daten bis hin zur Übertragung der Daten über die Kommunikation. Die muss dann also auch entsprechend abgesichert sein. Das heißt, wenn wir die App wirklich so mit in die Sicherheit einbeziehen, dass sie die Ausführung der Sicherheitsfunktionen beeinflussen kann, dann müssen wir das volle Programm anwenden. Und da muss ich aber gleich ein bisschen bremsen, denn dieses Thema sicheres Konfigurieren wurde bis jetzt in der Literatur wenig beschrieben. Das heißt, da müssen wir dann auch noch wahrscheinlich technisches Neuland betreten, wenn wir das Ding bauen wollen. Ja. So, Cybersicherheit kommt dann natürlich auch, IT-Sicherheit als nächstes dazu. Können wir nachher noch mal kurz drüber sprechen. So, gibt es noch weitere Fragen irgendwie? Okay, hier habe ich jetzt also das nochmal aufgeschrieben, also dass ich finde, dass hier wieder ein Gremium solche Dinge vorbereiten sollte. Wenn das niemand macht, könnte man sich noch vorstellen, dass der Hersteller das tut, weil er diese Geräte gerne verkaufen will. Und wenn niemand etwas tut, dann weiß man natürlich nicht so recht, was da wirklich verbaut wird. Das heißt, das sind dann vielleicht Dinge, die alle schön sind und viele Möglichkeiten haben, viele Gimmicks haben. Aber ob das Ding dann im Ernstfall wirklich tut, das wissen wir nicht. Ja, jetzt haben wir noch das Thema IT-Sicherheit. Und das ist so ein schwieriges Thema, dass ich mal eben einen kleinen Schluck Wasser trinken muss, bevor wir damit anfangen können. Danke, Holger. Ja, nun wissen wir alle, gibt es auch sogenannte Cyberangriffe. Das würde im Bild der funktionalen Sicherheit so aussehen, dass wir ein drittes Ausfallmodell haben. Neben den zufälligen Bauteilausfällen und den systematischen Ausfällen haben wir dann gewollte Angriffe, die von irgendwoher gesteuert werden oder auch IT-Sicherheitsvorfälle, die durch Irrtum zustande kommen. Die können dann also auch einwirken auf die Sicherheitsfunktion, und damit man das in den Griff bekommt, muss das gesamte Umfeld abgesichert werden. In unserem Fall auch hier mit der App. Also wenn wir jetzt die Sollwerte mit der App einstellen wollen, muss natürlich auch das einbezogen werden in die gesamte IT-Sicherheitsbetrachtung. Und wir müssen ein Security-Umfeld haben. Wir müssen ein Umfeld haben, sodass wir einigermaßen sicher sind, dass gar nicht erst Angriffe ausgehen. Ja, also wir müssen versuchen, die Fehler an der Quelle zu vermeiden, und wir müssen dann auch noch einen gewissen Schutz haben. Also es würde ja zum Beispiel nicht ausreichen, hier nur einen Passwortschutz einzubauen. Den sollte man zwar haben, aber es muss auch dieses Werkzeug geschützt werden, denn es könnte ja sein, dass hier jemand eine Software einbringt, wo ich dann zwar glaube, ich hätte den richtigen Wert eingestellt, in Wirklichkeit aber doch ein anderer übermittelt wird. Ja. Das heißt, man kann auch nur dieses angreifen. Das würde dann so ähnlich sein, wie das damals im Stuxnet-Fall der Fall ist, falls es jemand recherchieren will oder kennt, der Stuxnet-Angriff damals gegen die iranischen Urananreicherungsanlagen. Da wurde auch nicht die Steuerung selbst angegriffen, sondern das Programmiersystem der Steuerung. Das heißt, das müsste dann alles abgesichert werden. Dazu gehören natürlich dann auch organisatorische Vorschriften. Man muss sich also Gedanken darüber machen, darf ich hier eigentlich jedes Smartphone nehmen? Darf ich da auch dann meine Spiele mitmachen mit dem Smartphone und was ich sonst alles will, meine Apps runterladen? Oder muss das womöglich ein Gerät sein, was nur noch dafür da ist, dass es hier damit eingestellt wird? Alles andere ist verboten. Das sind Dinge, die müssen dann alle abgeklärt werden. Das sind die organisatorischen Angriffe. Und leider ist es ja auch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass heute sowas gemacht wird. Sie wissen aus der Presse, überall auf der Welt werden heute Cybertruppen gegründet.
Das sind im Grunde genommen große Ingenieurbüros, die sich lauter solche Gemeinheiten ausdenken und die sich auch nicht dafür zurückschrecken, sich Wissen anzueignen über eingebettete Systeme und über Prozessanwendungen. Also was früher die IT-Sicherheitsleute eigentlich, die IT-Leute eigentlich nie gemacht hätten, nämlich sich mit den Niederungen der Prozesswelt zu beschäftigen, das tun heute eben diese Cybertruppen. Ja, okay, ich wäre jetzt eigentlich erstmal mit dem Programm soweit durch. Also ich hoffe, das war für Sie ein interessanter Vergleich von der normalen elektrotechnischen Sicherheit zur funktionalen Sicherheit und auch ein bisschen Ausblick, was vor uns liegt, wenn wir diese Dinge wirklich zusammenführen müssen. So. Vielen Dank, Ingo, für deinen tollen Vortrag. Gibt es noch Fragen, die Sie uns direkt stellen wollen über das Fragen- und Antworten-Tool? Ansonsten sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben, so können Sie das gerne tun und sich an uns wenden. Und zwar per E-Mail zum Beispiel über dke-webinare@vde.com. Ansonsten würde ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, Ingo, für das Webinar. Das nächste Webinar zu dem Thema funktionale Sicherheit findet voraussichtlich Mitte Februar statt. Dazu werden wir Sie auch, das wird auf unserer Webseite bekannt gegeben, wir werden auch ein Inforundschreiben an die VDE und DKE-Leute, Mitglieder verschicken. Und dazu würde ich Sie dann auch nochmal herzlich einladen.